Hallo, heute ist Montag, der 14. Mai 2018, und heute findet in New York die Konsensus 2018 statt. Ich möchte in diesem Video einmal ganz kurz die Sprecherliste überfliegen, einmal schauen, ob wir hier ein paar bekannte Namen finden, damit man eine Vorstellung davon hat, wie sich die Blockchain-Industrie insgesamt in Zukunft entwickeln wird und welche Industriezweige, Personen und Organisationen mit dieser Technologie in Berührung kommen und auf dieser Messe eine Plattform finden. Konsensus wird wie jedes Jahr von Coindesk.com ausgetragen, diesmal in New York im Hilton Hotel. Das heißt, es werden also auch viele Bankenvertreter anwesend sein. Und es geht um die Themen neben verschiedenen Blockchain-Startups, wie Investmentfonds, Joint Venture Capital Firmen, nationale Regierungsorganisationen und Behörden, Firmen, die sich mit der Supply Chain beschäftigen, Security-Firmen, Versicherungsunternehmer, Enterprise-Technologie-Giganten, Finanzinstitutionen, Healthcare-Firmen und Business-Medien. Diese kommen hier zu Wort und ich möchte einmal ganz kurz diese Liste einfach jetzt durchgehen. Und wir schauen mal, ob wir hier da bekannte Namen und Gesichter entdecken. Beginnt hier mit einer Vertreterin, Noelle Aitchison von CoinDesk, dem Veranstalter der Konsensus. Dann haben wir hier von CoinCenter einen Vertreter. CoinCenter ist eine Non-Profit-Organisation, die sich mit der Förderung und Erforschung der Blockchain-Technologie beschäftigt. Manuel Aidoo ist ein Bankenvertreter von der Credit Suisse. Dann sehen wir hier, sticht hier ins Auge Circle, die Firma, die kürzlich Poloniex, die Krypto-Exchange, aufgekauft hat und in die auch Goldman Sachs kürzlich stark investiert hat. Rob Allen von Noodle.io. Noodle.io ist eine dezentrale Finanzdienstleistung. Dann sehen wir hier Dr. Jenef Altschuler von Endor. Endor beschäftigt sich mit AI-basierten Vorhersagen. Der Co-Founder von Sonnen, ein Coin. Und Johnny Assia von eToro kommt zu Wort. eToro ist eine Handelsplattform für Aktien und neuerdings Kryptowährungen, über deren Werbung jeder wahrscheinlich schon mal gestolpert ist. Dann haben wir Federico Est von Kleros. Kleros ist eine Blockchain-basierte Lösung für Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Dann haben wir hier Niklas Backer von Ledger, der Firma, die den Ledger Nano S und andere Hardware-Wallet-Systeme herausgibt. Daniel Barr vom Tensorum-Projekt. Tensorum ist ein Projekt, das sich mit Key-Management, also mit Schlüsselmanagement, auseinandersetzt, wie man also einfach und bequem seine Schlüssel- und Wallet-Adressen verwaltet. Dann haben wir hier Chance Barnett, einen bekannten Krypto-Investor. Mavada Basir von Collider X. Das Projekt beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung auf Basis der Blockchain. Nochmal ein CoinDesk-Vertreter, ein Berater. Richard Beeson von OsiSoft, eine große Softwarefirma. Und Brian Bielendorf von Hyperledger. Hyperledger ist das Open-Source-Blockchain-Projekt der Linux Foundation und IBM. Natürlich sind auch Pressevertreter da, Nelly Bowles von der New York Times. Dan Brady habe ich schon als Moderatorin im Livestream gesehen. Sie hat unter anderem schon James Ballard interviewt, den Präsident und CIO der Federal Reserve Bank von St. Louis. Und er hat sich bereits schon dazu geäußert, wie er das aktuelle Finanzsystem und die Blockchain und Kryptowährung unter einen Hut bekommt und zu interessanten Fragestellungen bereits schon Stellung genommen.
Dann haben wir den Premierminister der Bermuda-Inseln, Hilary Carter vom Blockchain Research Institute. Haben wir hier einen Vertreter der FedEx Corporation, des großen Versand- und Logistikunternehmens. Haben wir hier Phil Chen von HTC. HTC, der taiwanische Mobilfunkanbieter. Auch viele Capital-Firmen sind anwesend. Scalar Capital, Digital Asset. Auch eine wichtige Person aus dem öffentlichen Leben, Robert A. Cohen, der Chief von der Cyber Unit Securities and Exchange Commission, SEC, einer der Menschen, vor denen viele Investoren, wenn er etwas Negatives zur Kryptowährung sagt, fürchten, denn er vertritt die behördliche Seite und die Regulierungsbehörde, die Kryptowährung erlaubt, für legal oder nicht legal erklärt. Das heißt, dieser Mensch ist ein wichtiges Sprachrohr, wie die offizielle Seite mit dem Thema Kryptowährung umgeht. Mal eine Reporterin von Coindesk. Hier David Dalton von Deloitte. Deloitte ist eine große Wirtschaftsberatungsfirma, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsfirma. Keine kleine Agentur, sondern ein Beratungskonzern mit einem Jahresumsatz von über 38 Milliarden US-Dollar. Das wird getoppt von Tim Davis, Koch Industries. Koch Industries ist eine US-amerikanische Chemie-, Erdöl- und Erdgasfirma bzw. Konzern mit einem Jahresumsatz von 115 Milliarden US-Dollar, also auch hier eine große Firma, die sich für die Blockchain-Technologie und Kryptowährung interessiert. Dann haben wir hier Christian Decker von Blockstream. Blockstream ist die Firma, gegründet von vielen Core-Entwicklern, von Bitcoin Core. Die Blockstream hat auch einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Lightning. Dann haben wir hier Silicon Valley Bank, Daniel Derry. Das spricht auch für sich. Hier geht es also auch um Förderung, Kapitalgeber. Adamant Capital, Athena Capital, Ketten March & Roseman. Klingt auch nach einer Investmentfirma. Hier Dr. Whitefield Diffie von Cryptic Labs. Wieder ein Coindesk-Vertreter. Vertreter von Square. Square stellt unter anderem ein System für Mobile Payment her. Hier ein Wissenschaftler vom MIT Media Lab, dann ein Entwickler von Quantum, dem Coin, dann wieder ein Bankenvertreter, Julio Faura von Santander, hier ein Professor, Informatikprofessor der Princeton University, Ed Felten. Er wurde bekannt durch als Gutachter, als es darum geht, die Monopolstellung von Microsoft gerichtlich zu klären. Bei dem Prozess erlangte er eine gewisse Berühmtheit. Wieder eine Capital-Firma. Wieder ein Vertreter von Deloitte. Hier Antanas Guoga, ein Mitglied des Europäischen Parlaments. Also viele Regierungsvertreter sind hier auf der Konsensus vertreten. Arthur Hayes von BitMEX, ein Projekt, das sich mit dem Aufbau einer dezentralen Exchange beschäftigt. Sebastian Hennert von der Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.
Also die Automobilindustrie denkt zunehmend darüber nach, die Blockchain-Technologie einzusetzen. Ist hier also auch vertreten, wieder eine Vertreterin von Deloitte, CoinDesk. Hier der Wirtschaftsminister, der Handelsminister der Regierung von Gibraltar. Hier sind viele Blockchain-Technologie-Firmen und Exchanges angemeldet. Der CEO von CryptoBazaar-Fonds. Hier whalepanda.com, ein Influencer, Stefan Jaspers, ein bedeutender Influencer in der Kryptoszene. Dann wieder eine Regierungsvertreterin, Eva Kaili vom Europäischen Parlament. Dann Yuzo Kano, der CEO von Bitflyer, der japanischen Krypto-Exchange. Hier Natalie Karajeneva von Propi Inc. Diese Firma vertreibt weltweit Premium-Immobilien und interessiert sich auch für den Einsatz der Blockchain-Technologie. Hier ein Vertreter, Vize-Chairman von Bitfury, eine Exchange. Der CEO von Polymath, ein Security ERC20 Token. Hier wieder eine Investmentfirma Pantera Capital, Vertreterin von Mobi, Mobility Open Blockchain Initiative. Und hier Charlie Lee, das Blockchain-Prominenz, die wahrscheinlich mehr von uns etwas sagt, der Gründer von Litecoin. Eine Capital-Firma, CTO von Clarus. Hu Liang von Omniex. Dabei handelt es sich um eine Investmentplattform für institutionelle Anleger. Hier der CEO und Founder von Civic. Da geht es um digitale Identitäten. Und Ted Livingston, den Gründer von Kick, dem bekannten Messenger-Dienst. Tom Lombardi von der Enterprise Ethereum Alliance. Wieder eine Kapitalfirma. Der CEO von WeChain, das Coin-Projekt, das sich mit dem Thema Supply Chain auseinandersetzt. Hier haben wir Leif Nissen Lundbeck, den CEO der Xayn AG, tatsächlich eine deutsche AG, die die Blockchain in einem Prototyp beziehungsweise in einem Forschungsprojekt zusammen mit Porsche einbindet. Da geht es also auch darum, die Schlüsselcodes über die Blockchain sicher an andere Personen zu übertragen und diverse Daten in der Blockchain über das Fahrverhalten aufzuzeichnen. Wieder ein Vertreter von Koch Companies, Trusted IoT Alliance, Internet of Things, wieder ein Vertreter von Deloitte. Hier ist auch wieder Blockchain-Prominenz Jed McCaleb, der Ex-Gründer von Ripple, der das Team dann verlassen hat und Stellar Lumens gegründet hat. Er ist jetzt Co-Founder der Stellar Development Foundation. Hier auch wieder ein wichtiger Vertreter der Regulierungsbehörden, Director of Enforcement, Commodity Futures Trading Commission. Also auch jemand, der einen Einfluss hat oder etwas dazu sagen kann, wie die Behörden auf das Thema Blockchain und den Handel von Futures auf Kryptowährungen eingestellt sind. Todd McDonald vom R3-Konsortium, ein Zusammenschluss von Banken, die Blockchain-Industrie für sich nutzen möchten. Dann haben wir hier Mark Mercury
von Microsoft. Insgesamt 3 Microsoft-Sprecher habe ich hier in der Liste gefunden und auch 3 von IBM. Dann Robert Miller von Medical Chain, hier der CEO von Pantera, auch Investment. Auch hier wieder Trading, Genesis Global Trading, Capital Firma. Tensorum, schon erwähnt, nochmal ein Circle-Vertreter. Coinex Union Bank, ein Bankenvertreter. CEO von Salt, dem Coin für dezentrale Kreditvergabe. Ja, wahrscheinlich eine Politikerin vom State of Illinois. Dann haben wir wieder einen Microsoft-Vertreter, einen Deloitte-Vertreter. Ein Vertreter der Shapeshift AG. Hier wieder einen akademischen Vertreter von University von Nicosia. Und der CEO Jesse Powell von Kraken.com. Dann wieder ein Regierungsvertreter, Commissioner US Commodity Future Trading Commission. Hier ein Vertreter der Exchange Bittrex. Und hier wieder ein wichtiger behördlicher Vertreter, Suit Raymond vom US Finanzministerium, Department of Justice. Wieder eine Coindesk-Sprecherin, ein Microsoft-Mitarbeiter, eine Reporterin von Bloomberg, dann Deloitte-Vertreter. David Schwarz ist auch wieder ein prominenter Blockchain-Pionier, der Chefkryptograf von Ripple, auch eine schillernde Persönlichkeit. Und hier David Schweikert, ein republikanischer Politiker, ein Kongressmitglied, Mitglied des US-Repräsentantenhauses. Sicherlich auch sehr spannend zu wissen, was die derzeitige US-Regierung zum Thema Blockchain und Kryptowährung sagen möchte auf der Konsensus. Dann der CEO von Steemit, Ned Scott. Und hier Todd Mason Scott von, ich vermute mal, die haben nichts miteinander zu tun, von IBM. Wieder ein Shapeshift-Vertreter. Der Co-Founder und CTO von CryptoKitties. Wieder ein Deloitte-Partner. Ein FedEx-Vertreter, Elliptic, da geht es auch um Cybersecurity und sein Projekt beschäftigt sich mit kriminellen Aktivitäten auf der Blockchain und mittels Kryptowährung. Hewlett-Packard, HP Enterprise ist auch vertreten. Und hier auch wieder ein bekanntes Gesicht, Jimmy Song, ein Bitcoin-Core-Entwickler und Partner von Blockchain Capital. Dann wieder Investmentfirmen, Grayscale Investments. Dann der Gründer von Ion, dem Coin. Elizabeth Starr von Lightning Labs. Und Jutta Steiner von Parity Technologies. Marco String von Genesis Mining. Dann Texas Capital, der Investmentfirma. Vertreter Tapscott, die sind tatsächlich verwandt vom Blockchain Research Institute. Wieder eine Vertreterin von IBM, Emily
Wagon von Change Healthcare, also auch wieder medizinische Daten sicher auf der Blockchain verwalten. Pantera Capital, ein Reporter vom Wall Street Journal. Der CEO Eric Voorhees von Shapeshift AG. Wieder ein IBM-Vertreter. Der CEO von Zcash, Zocco Wilcox. Wieder eine Venture Capital Firma. Wieder eine Immobilienfirma, Real Estate Board of New York. Und der Founder von Ferrum.net, ein Projekt, das sich auch mit einer dezentralen Aufbau und dezentralen Exchange beschäftigt. Martini Ilikoski, ein Vertreter von Nokia. MetLife Asia, eine Firma für Lebensversicherung. Hier Thorsten Zube, Head of der Blockchain, Kopf der Blockchain-Abteilung von SAP. Auch hier sehen wir, dass viele industrielle Industriefirmen sich mit dem Thema Blockchain bereits auseinandersetzen. Und SAP in Verbindung mit Blockchain ist natürlich auch ein riesiges Thema mit einem gigantischen Potenzial. Und zu guter Letzt Guy Siskind von Enigma, ein Privacy-Blockchain-Projekt. Ja, ich hoffe, ich habe die wichtigsten erwischt und jeder kann sich jetzt einen kleinen Überblick verschaffen, wer hier auf der Konsensus zur Sprache kommt. Und wir dürfen gespannt sein, auch insbesondere wie die Regierungsvertreter sich hier auf der Konsensus äußern, wie auch die Bankenvertreter zu der Blockchain-Technologie, die ja auch ein Stück weit als Konkurrenz zum Geldmonopol gesehen werden kann, zu diesem Thema eingestellt ist, ob sie dem Thema eher feindlich gegenüber eingestellt sind oder die Technologie nutzen, um einfach die Welt ein Stückchen ehrlicher und fairer zu machen. Danke fürs Zuhören.